es nicht funktioniert, falls es nicht funktioniert und irgendjemand nicht mehr reinkommt, vielleicht kann irgendjemand auf Instagram streamen. Ich weiß nicht, ja, was da gerade mit. Doch, wir sind jetzt 100, 103. Doch, das geht auf jeden Fall. Ja, deswegen ganz wichtige Message vorneweg. Ich habe gesehen, Ilja war super pünktlich auf diesem Call. Ja, und manch andere nicht. Warum kann das Ilja und du nicht? Ja, aber ich mag hier nicht zu lang Zeit stehen. Ich freue mich so abnormal auf den Call. Ich glaube, wir haben uns schon vor 2 Wochen oder vor 3 Wochen connected, dass wir das gemeinsam angehen wollen mit diesem Call. Und ich freue mich, dass er sich extra für uns die Zeit genommen hat. Ja, ich habe mir kurz überlegt, mag ich mir irgendwie ein paar Notizen machen über Ilja, mag ich irgendwie was aufschreiben, aber ich finde gerade Ilja hat es nicht verdient, irgendwie Notizen zu bekommen oder irgendwie ein auswendig gelerntes Edifying, sondern es soll wirklich aus dem Herzen kommen. Und ihr dürft verstehen, und das ist wirklich crazy, ich habe so vorhin ein bisschen nochmal reflektiert zu dem Call und ich finde es krass, weil diese Woche hat die Lilly meinen P5-Flyer nochmal gefunden und in die eine Teamgruppe gepostet. Und da ist mir bewusst geworden, Ilja ist ungefähr eine Woche vor mir P5K gegangen. Eine Woche vor mir. Ja, und ab dem Zeitpunkt war er bei mir auf dem Schirm. Ich kannte ja die Leute alle noch gar nicht so wirklich. Und ab da habe ich angefangen, ihm auf Instagram zu folgen. Und es ist wirklich crazy zu sehen, weil in dem Moment bin ich auf P2 runtergetroppt, bin nicht wirklich weitergekommen und Ilja hat den Chairman 10 gemacht und direkt noch den Chairman 25. On top und heute Chairman 50. Ja, als mit die erfolgreichste Person im kompletten deutschsprachigen Bereich inzwischen die oder der jüngste Chairman 50 unserer kompletten Company, ja, ist er eine Rieseninspiration. Das ist gar nicht in Worte zu fassen. Ich durfte ihn jetzt auf dem Chairman-Meeting demnächst das erste Mal, glaube ich, so richtig persönlich kennenlernen. Ja, und einfach diese Art, die er ausstrahlt, das ist so eine ruhige Art, so eine wirklich diese Bodenständigkeit, die er bis heute hat. Ja, und trotzdem kenne ich keinen Menschen, der so lernwillig wie Ilja ist. Ich glaube, ich sehe die ganze Zeit immer nur, ja, dass er auf irgendwelchen Calls ist, dass er Mentorships schaut. Und ich fand es sehr, sehr inspirierend. Ich weiß nicht, Ilja, ob du das jetzt hier mit reinbringst. Ja, aber was Events in deinem Leben verändert haben. Weil demnächst hast du deine eigene Story geteilt, wo du dann gesagt hast, irgendwann war der Klickmoment, als du angefangen hast, deine Mentoren zu treffen und dann hat sich alles verändert. Von dem her freue ich mich riesig, ja, auf diesen Call. Wir sind in einer Zeit, ja, in der so viel durch Corona passiert ist, in dem wir viele Mentoren online suchen dürfen. Ja, und ich glaube, Ilja, also jeder von euch darf Ilja folgen und ich freue mich auf seine Worte. Ich freue mich unglaublich auf den Value. Von dem her würde ich einfach abgeben. Bro, ich bin unglaublich dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast für diesen Call. Ja, heute bin ich nur vom Smartphone aus drin, weil ich gleich die Kinder ins Bett bringen darf. Aber ich schreibe mit, ich habe die AirPods im Ohr. Und von dem her, schick mal ganz, ganz, ganz viele Herzchen nochmal hier rein. Ja, für Brand New Chairman 50, Ilja Zubix. Let's go, Bro. Kannst du deinen Ton anmachen? Yes, perfekt, perfekt, geile Sache, nice. Dann danke ich dir erstmal vielmals, Simon Bro, für diese Worte und freut mich extrem, auf diesem Team-Call hier zu sein. Ich hoffe, ihr seid excited, ich hoffe, euch geht es gut soweit. Drop mal gerne in die 7 im Chat, wenn du ready bist, okay, wenn du bereit bist, diesen Call mitzunehmen, wenn du bereit bist, allgemein auch all in zu gehen für diese Opportunity, weil ich finde es krass, was momentan passiert in der Company, aber nicht nur in der Company, Guys, sondern vor allem in Europa. Okay? Wir sind gerade der Markt, der führt in IAM. Okay? Wir sind gerade in Europa der Markt, der am Führen ist. Und wir kreieren gerade so ein krasses Leadership. Okay? So ein krasses Leadership und vor allem so eine krasse Culture, die es zuvor im Network Marketing so noch nie gegeben hat. Und dafür sollten wir extrem dankbar sein, dass wir hier bei IAM sein können, dass wir diese Möglichkeit haben. Vor allem, weil wir wissen selber, dass alles, was wir hier haben, alles, was wir hier bekommen, uns von heute auf morgen genommen werden kann, wenn wir nicht dankbar dafür sind. Okay, deswegen ist auch Dankbarkeit und diese Gratitude eines der wichtigsten Punkte überhaupt, um hier langfristig Erfolge zu haben. Okay, weil das ist krass, weil Jason Brown meinte gestern auf einem Chairman-Call, er meinte selber, dass wir genau darauf aufpassen müssen, wo wir unseren Fokus hinlegen. Man hat das Ganze verglichen mit deiner Kamera. Okay, wenn du eine Kamera irgendwo hinhältst, dann kannst du dort hintippen, boom. Das eine wird fokussiert, du kannst irgendwo anders hintippen, das andere wird fokussiert. Das heißt, du fokussierst immer eine gewisse Sache in deinem Leben. Und was steht im Vordergrund und was steht im Hintergrund? Und er meinte selber, die Leute, die das Ganze hier vor allem im Network Marketing wegen Geld machen,
Das sind die Leute, die die ranken. Das sind die Leute, die die Ranks nicht erreichen. Das sind die Leute, die Ranks machen, aber genauso verlieren. Und das ist der Grund, wo du vielleicht an dir arbeiten solltest, wo du darüber nachdenken solltest, hey, was sind meine Intentionen in diesem Business hier? Okay? Und deswegen lass uns wirklich das verstehen, dass 2022 definitiv das Jahr des Leaderships ist, vor allem hier in IAM Germany, aber genauso auch in Schweiz, Österreich und so weiter. Und dass wir wirklich alles in der Hand haben, um alles zu verändern. Ja? Wir haben immer alles in der Hand, wir haben alles, was wir brauchen, um unser Leben irgendwo auf ein neues Level zu kriegen. Deswegen, first of all, guys, bevor ich anfange mit ein paar Worten, will ich dir ganz kurz eine Sache mitgeben, die extrem, extrem wichtig ist. Weil Leute, was haben wir jetzt? Okay, was haben wir jetzt in ungefähr 15, 16 Tagen? Okay, guys, was haben wir in den nächsten halben Monat? Okay, schreibt es in den Chat, was haben wir da? Yes, sir. Barcelona, okay, wir haben die Convention in Barcelona. Und jetzt, ich glaube, eine Sache, egal ob ein Miki, egal ob ich, egal ob Simon, egal ob ein Daniel Ramos, egal ob ein Erik, egal ob ein Summit, ein Bergschirm und zum Thema, egal ob ein Adrian Lux und so weiter, ob ein Jan Mundalo, jeder von dieser Persönlichkeiten, die du kennst, steht nur da wegen Events, steht nur da wegen Conventions. Das ist keiner dieser Menschen. Ich wäre nicht da, wo ich bin, hätte ich Conventions nicht mitgenommen. Okay, und warum sind Conventions so important? Warum sind diese Dinge so krass wichtig? Ganz einfach aus dem Grund, auf einem Zoom-Call, okay, ich habe schon mal wieder, aber auf einem Zoom-Call kannst du dich verstecken. Du kannst deine Cameras machen, du kannst deine Haare machen, du kannst essen, du kannst auf Klo sein, du kannst duschen, du kannst tun, was du willst. Okay, aber auf einem physischen Event kannst du dich nicht mehr verstecken. Du kannst dich nicht verstecken vor dem Gefühl, du kannst dich nicht verstecken vor diesen Speakern. Okay, und deswegen sind Events so wichtig, weil auf Zoom-Calls hörst du zu. Auf Events gehst du von Zuhören zu Fühlen. Okay? Merkt ihr das? Von Events. Oder auf Events gehst du vom Zuhören zum Fühlen. Okay? Das heißt, du hörst nicht mehr nur zu, du fängst an zu fühlen, du fängst an zu verstehen. Aber Zuhören geht hier rein und da wieder raus. Fühlen bleibt für immer. Okay? Ein Gefühl zu haben, das bleibt für immer. Und dieses Gefühl wirst du in Barcelona haben. Man sagt jedes Mal, hey, es gibt da zwei Momente im Leben, die extrem, extrem wichtig sind. Der erste Moment ist da, wo du geboren wurdest. Der zweite, da, wo du herausfindest, warum. Und ich bin ehrlich, ich habe damals in der Dallas Convention, Mitte September 2019, herausgefunden, warum ich das Ganze mache. Okay, herausgefunden, warum ich da bin. Herausgefunden, warum ich lebe. Okay? Und genauso sollte dein Ziel sein, deine Berufung zu finden mit IAM, herauszufinden, warum du IAM machst, herauszufinden, was deine Goals hinter dem Ganzen sind, weil wir anfangen müssen, größer zu denken. Und wir müssen unsere Perspektive verändern, wir müssen auf eine andere Ebene kommen vom Denken. Weil desto höher du auf eine gewisse Ebene gehst, desto höher du auf eine gewisse Frequenz gehst, desto kleiner kommen gewisse Dinge vor. Desto kleiner kommen deine jetzigen Probleme dir vor. Desto kleiner kommen diese Ranks dir vor. Und du denkst, hey, Chairman 10 ist nicht mehr, boah, das ist hart, sondern Chairman 10, boah, das ist erreichbar. Okay? Das Ganze ist machbar. Und genau so musst du denken. In so eine Größe musst du denken. Das heißt, expande dein Mindset, um auf diesen Punkt zu kommen. Aber was brauchst du dafür? Okay, was brauchst du in diesem Business hier, um dein Mindset zu expanden? Was brauchst du hier, um Quantum Results zu bekommen? Also so gesehen, große Resultate. Was müssen wir dafür sein? Wir müssen dynamic sein, okay? Das meinte Julian Kirschner auf unserem P2-Call. Er meinte selber, hey, I was a dynamic person and that's the reason why I am a chairman 250. Okay? Er meinte selber, ich war eine dynamische Person. Ich war immer in Bewegung und das ist der Grund, warum ich chairman 250 bin, okay? Weil wir wissen selber, das Wasser, was einfach rumsteht, es wird gammeln. Wenn Wasser sich bewegt, lebt es. Okay? Und genauso musst du leben. Du musst im Passion fahren gehen. Menschen starten das Business hier, weil sie Passion in dir sehen. Weil sie sehen, dass du das Ganze ernst meinst. Okay, und deswegen bring diese Passion rein, bring Bewegung rein, vor allem jetzt am Anfang, weil viele Leute wollen hier große Erfolge haben und sie wollen extrem, extrem viel erreichen, aber verstehe nicht, dass am Anfang extrem, extrem viel Bewegung reinkommen muss. Und für die ersten 6 bis 12 Monate in diesem Business hier brauchst du diesen All-in-Sacrifice. Okay, du brauchst All-in-Sacrifice. Nicht nur ein bisschen, nicht nur, hey, ich baue das Business auf, es wird irgendwann kommen. Ja, das auch, ja. Aber um das Fundament aufzubauen in den ersten 6 bis 12 Monaten, brauchst du All-in-Sacrifice. Wenn du das aber geschafft hast und das gemacht hast, wie gesagt, Guys, das ist nicht für immer. Das ist nicht für immer, dass du All-in gehst. Das ist nicht für immer, dass du alles sacrificed. Nein, aber die ersten 6 bis 12 Monate zu sacrificen, um dann ein Fundament aufzubauen, das ist crazy. Weil danach musst du nicht mehr so intensiv arbeiten. Danach musst du nicht mehr so intensiv an dem Ganzen dran sein, wie du am Anfang warst. Sondern dann sind es die Daily Actions. Heißt 6 bis 12 Monate All in Sacrifice. Danach 1 bis 3 Jahre bist du am Start. Okay, du tust einfach deine Daily To-Dos. Du bist einfach am Start. Du bist einfach in Calls. Du machst Calls. Du machst deinen Kalender voll mit Calls. Die ersten, danach die nächsten 1 bis 3 Jahre.
Danach bist du auf einem Level, wo Dinge von selbst laufen werden. Danach bist du auf einem Level, wo du Leader ausgebildet hast, okay? Wo Leader in deiner Organisation sind und diese Menschen setzen das um, was du getan hast und vor allem auch das, was du sagst. Und dann fängt dann Network Marketing richtig Spaß zu machen, okay? Dann beginnt Network Marketing an richtig, richtig Spaß zu machen. Und dann kommt die Phase, wo du zu einem Professional wirst, okay? Warum? Wir brauchen 7 Jahre, um Network Marketing Profis zu sein. Wer von euch ist schon 7 Jahre im Network? Okay, ich denke keiner. Ich denke keiner. Vielleicht irgendwer, vielleicht eine Person irgendwo, der vielleicht irgendwo noch forschen war, vielleicht nicht ganz durchgezogen hat, aber ich schätze keiner. Das heißt, keiner von uns ist 7 Jahre in diesem Geschäft. Leute, Houghton Bucks. Okay, wer kennt Houghton Bucks? Er ist einer der erfolgreichsten Networker auf der gesamten Welt. Platz 7 und hat 50 Millionen verdient im Network Marketing. 50 Millionen Dollar. In seinen ersten 7 Jahren, jetzt gibt euch das, in seinen ersten 7 Jahren hat er nicht mehr als $500 im Monat verdient. Sein höchster Paycheck in den ersten 7 Jahren war $500. Stell dir das Ganze mal vor. Du arbeitest wie kein anderer. Du investierst Zeit wie kein anderer in deinem Umfeld. Du callst mit so vielen Menschen, hörst dir so viele Probleme an für Jahre und verdienst kein Geld dafür. Das ist Passion. Okay, das ist Passion, weil Menschen bereit waren zu machen, weil er bereit war zu machen, ohne was dafür zu verlangen, weil er bereit war zu geben, ohne einen direkten Benefit davon zu haben. Okay? Nach 7 Jahren, bam, jetzt seit 15 Jahren in der Company hat 50 Millionen Dollar verdient. Hat es sich gelohnt? Schreib in den Chat, ja oder nein? Hat es sich gelohnt? Okay, definitiv, okay. Ich denke, es hat sich gelohnt. Ich denke, das Ganze hat sich für ihn gelohnt, okay. Weil er genau das verstanden hat. Und genauso musst du das verstehen in deinem Leben. Genauso musst du das verstehen in diesem Geschäft, dass es Zeit braucht. Vielleicht bist du 6 Monate dabei, 12 Monate dabei, 3 Monate dabei, ja, 15 Monate dabei. Du hast vielleicht eine gewisse Zeit lang in diesem Business und fragst dich, warum passiert nichts, warum kommt nichts, warum dies, warum das. Leute, ich habe auch einen Leader bei mir, der war 2 Jahre lang braucht er, um P150 zu gehen und ist dann innerhalb von 3 Monaten P2 gegangen. Okay? 2 Jahre, um P150 zu gehen und dann in 3 Monaten P2 zu gehen. Hat es sich gelohnt? Ja, definitiv. Okay? Und deswegen will ich hier mitgeben, dass du verstehst, dass Dynamic reinkommen muss, dass es Zeit braucht. Okay? Dass jeden Leader, den du siehst, jeder Chairman, der gegangen ist, er brauchte vielleicht 2 Jahre, er brauchte 3 Jahre, er brauchte 4 Jahre, um dahin zu kommen. Okay, es gibt so viele Leader hier, vor allem auch in IM Germany, die brauchten so lange, um dahin zu kommen. Klar, manche kürzer, der eine länger, aber vergleiche das nicht mit deinem Prozess. Du musst auf deinen Prozess Fokus geben und verstehen, dass zu deiner richtigen Zeit die richtigen Dinge passieren werden. Okay, deswegen fang an zu sehen, okay? Fang an diese Dinge wirklich zu glauben, dass es passieren kann und dass es passieren wird. Aber fang damit an, okay, geh diesen Weg. Und verstehe, dass du selbst verantwortlich bist für deine Misserfolge und verantwortlich bist für deine Erfolge. Und ich habe dazu einen Post gemacht, und das ist ein crazy, einige haben es vielleicht gesehen auf Instagram. Ich will euch das Ganze kurz vorlesen, weil es so eine Frau im Interview gesagt hat, was crazy war. Und sie meinte selber, ich lese es ganz kurz auf Englisch vor, und sie meinte, ja, it's not the outside world causing you to feel like you feel and think like you think. It's what you're doing in your mind that's making you have that reaction. So if you are the problem, you're also the solution. Okay, sag's noch. It's not the outside world causing you to feel like you feel and think like you think. It's what you're doing in your mind that's making you have that reaction. So if you are the problem, you're also the solution. Okay, das heißt, es ist nicht die äußere Welt bzw. die äußeren Umstände, die dich so fühlen lassen, wie du dich fühlst und dich so denken lassen, wie du gerade denkst. Okay, es ist das, wie du dir die Dinge vorstellst und vor allem wie der Mindset ist, was sich diese Reaktion auf diese Dinge entstehen lässt. Das heißt, du bist das Problem. Und das musst du akzeptieren. Okay, du bist das Problem und du bist auch die Lösung. Und das müssen wir verstehen in unserem Leben, dass wir das Problem sind. Wir sind das Problem. Du bist dafür schuld, dass etwas nicht funktioniert. Du bist schuld dafür, dass Dinge nicht klappen. Okay? Weil erst wenn du anfängst, diese jetzige Situation zu akzeptieren, dann kannst du damit arbeiten. Okay? Dann kannst du arbeiten, dann kannst du was verändern. Aber du musst verstehen, dass du schuld dafür bist. Es liegt nicht an deiner Upline, an deiner Downline, an deinen Crosslines. Es liegt nicht an deinem Movement, es liegt nicht an irgendwem, irgendwas. Nein, es liegt an dir. Okay? Und als ich damals gestartet bin, 2 meiner Abhängigkeiten gequittet. Ich hatte keinen Support von oben. Leute haben versucht, mich wegzuziehen zu anderen Companies. Alle sind gegangen. Okay, habe ich ihn geliebt. Ich war loyal. Und weil ich loyal war, weil ich gelernt habe zu verstehen, dass ich eine Sache anfange und diese durchziehe, wurde ich dafür belohnt. Und genauso wirst du dafür belohnt, wenn du durch harte Zeiten gehst. Okay, das ist normal. Das ist alles, was wir kennen. Wir kennen das. Wir kennen, das sind so basic Dinge. Wir kennen das. Hey, wenn ich durch harte Zeiten gehe, wenn du Probleme durchgehst, wirst du belohnt sein. Na, das ist normal, ja.
Aber oftmals akzeptieren wir nicht, dass unser Leben aus Problemen entsteht. Aber warum denken wir nicht so? Warum können wir das nicht akzeptieren? Warum fällt es uns so schwer, durch Probleme zu gehen? Ganz einfach, weil die Entwicklung des Menschen sich dem, was heute passiert, nicht anpassen kann. Die Technologie und die gesamte Welt um uns herum wächst so hart schnell. In den letzten 10, 15, 20 Jahren ist so viel passiert in der Technologie. Alles hat sich so schnell weiterentwickelt. Aber unser menschlicher Körper, unsere menschliche Natur kann sich dem Speed nicht anpassen. Ja. Und wenn wir zurückdenken, deine Urgroßeltern und so weiter und so fort, ey, die hatten Daily Problems. Es war normal, dass diese Menschen damals mal einen Tag vielleicht kein Essen hatten. Okay, es war normal, dass sie 2 Stunden laufen mussten, um für 2, 3 Tage Wasser zu haben. Okay, es war normal, dass mein Vater hat mir erzählt, Ida, damals bin ich eine halbe Stunde Fahrrad gefahren oder eine Stunde Fahrrad gefahren, um zur Schule zu gehen jeden Tag. Jeden Morgen gehen und nach der Schule nach Hause. Heutzutage kann man das gar nicht mehr vorstellen, oder? Heutzutage ist es nicht mehr normal, dass man so lange zur Schule fährt oder was auch immer. Das heißt, im Endeffekt, war es normal, durch Probleme zu gehen. Es war normal, das Verständnis war da, unser Leben ist ein Problem. Okay? Unser Leben besteht aus Problemen. Und jedes Problem, was du löst, öffnet die Tür für ein neues Problem. Okay, das ist crazy. Jedes Problem, was du löst, öffnet die Tür für ein neues Problem. Und wenn du ein Problem nicht lösen wirst, wird das Problem größer. Heißt, egal welche Seite du gehst, du wirst immer ein Problem haben. Okay? Und das müssen wir akzeptieren. Aber weil wir nicht so schnell dem Ganzen anpassen, weil diese Welt heutzutage so perfekt ist, verstehen wir das Ganze nicht. Ja, wir gehen auf Social Media, bam, Perfektion, oder? Wir gehen auf YouTube, boom, Perfektion. Okay, von Menschen, die irgendwas posten. Das ist die ganze Zeit Perfektion. Und weil du weißt, dass nicht alles perfekt ist bei dir, weil du dein inneres Leben siehst, denkst du, es geht nur dir schlecht. Denkst du, bei mir klappt es nicht. Denkst du, du bist nur das Problem. Obwohl jeder Einzelne da draußen im Umfeld genau dasselbe Problem hat, wenn er im Privaten ist. Deswegen fangen wir an, das zu akzeptieren, dass diese Probleme da sind, okay, dass es normal ist und dass du damit arbeiten musst. Weil als ich angefangen habe, das zu akzeptieren, war ich auch bereit, alles zu geben. Ich war bereit, jeden Morgen neu aufzustehen und habe jeden Morgen neu verstanden, dass es immer hart ist. Habe jeden Abend verstanden, dass es hart ist, wenn ich morgen aufwache. Es ist hart, aufzustehen. Es ist hart, diesen Weg zu gehen. Es ist hart, diese Dinge zu tun. Aber das ist das Leben, okay? Das ist das Leben. Wenn du das anfängst zu akzeptieren, dann kannst du damit arbeiten und dann wirst du zu einer erfolgreichen Person. Dann wirst du zu einer Person, wo Menschen sagen, hey, das ist mein Mentor. Warum? Weil die wenigsten Menschen genau das verstehen. Und du bist heute hier auf dem Call, um das zu verstehen. Okay, du bist heute auf dem Call hier, um das nachzuvollziehen. Okay, um zu verstehen, dass es normal ist und dass es dazugehört. Lass uns das verstehen. Wie ob man eine 7 würde, sagst, hey, makes sense. Okay, wenn das Sinn ergibt. Ergibt das Sinn? Okay, ich denke schon. Ich denke, das ergibt Sinn. Okay, deswegen, jetzt, was ist noch ein sehr wichtiger Punkt, um damit noch leben zu können und vor allem das zu behalten? Warum will ich überhaupt darüber reden? Ganz einfach aus dem Grund, weil es nicht auf die Intensität ankommt, die wir geben in diesem Business, sondern auf die Konstanz, die wir reinlegen. Und Konstanz ist nur dann möglich, wenn Verständnis da ist, okay? Das Fundament von Konstanz ist Verständnis. Das Fundament von Konstanz ist Verständnis. Du kannst in Dingen konstant sein, wenn du Dinge verstehst. Wenn du Dinge nicht verstehst, dann bist du intensiv. Okay, das ist Motivation. Du startest das Business. Du bist am Start, du ballerst, du gibst Gas, du bist übelst krass, heavy, excited und du tust alles. 1, 2 Monate später, das ganze Gefühl ist weg. Okay, und das ist normal. Das heißt, das Fundament von Konstanz ist Verständnis. Und ich will dir das nächste Verständnis darüber geben, damit du lernst, konstant zu sein. Und das ist, lerne genauso auch emotional intelligent zu sein. Okay, weil du baust hier ein Business auf mit Menschen. Du arbeitest hier mit Menschen zusammen. Okay, und deswegen, Menschen müssen dir folgen wollen. Menschen müssen sagen, hey, ich will ihm folgen, ich will ihr folgen. Und du musst diese Vorbildfunktion sein für diese Person. Okay, aber wenn du alles andere, wenn du alles als eine Ausrede und wenn du für alles eine Ausrede, für alles eine Excuse hast, werden Menschen sich von dir abwenden. Okay, deswegen merk dir eine Sache, die Probleme, die du hast, die Emotionen, die du hast, dürfen nicht in deine Organisation, dürfen nicht auf den Trading-Stil gehen. Diese Dinge dürfen nicht nach außen gehen. Weil du bist hier, um Menschen zu helfen, du bist hier, Menschen zu inspirieren. Und ich wusste damals, hey, wenn ich ein Team habe von über 3000 Menschen und ich habe ein Problem, dann ist es mein Problem. Es ist meine Sache. Und ich lasse mein Business davon nicht beeinflussen. Meine Actions im Business werden nicht davon beeinflussen, weil ich weiß, dass wir Menschen sind, die Hilfe von mir brauchen. Okay? Deswegen sage ich dir, die Probleme, die du da hast, das sind deine Probleme. Du kannst andere Menschen nicht darunter leiden lassen. Du kannst andere Menschen, deine Uplands auch, egal wen, du kannst andere Menschen nicht darunter leiden lassen. Nur weil es dir gerade nicht gut geht, heißt es nicht, dass du deine Upline gegenüber nicht mehr loyal sein sollst. Heißt es nicht, dass du deine Upline nicht antworten darfst.
Es geht um dich. Sei nicht egoistisch. Okay, wir bauen hier ein Business auf. Deswegen sei dir deine Verantwortung bewusst. Ich weiß, hier sind einige Leute im Call, die sind unranked, auf dem besten Weg vielleicht dazu, Ranks zu machen. Aber für die Leute, die Partner haben im Team, schreib in den Chat, wie viele Teampartner hast du in deiner Organisation? Okay, schreib in den Chat, wie viele Partner hast du in deiner Organisation? Vor allem die Leute, die P6 Waffen sind, vor allem, ja, ihr werdet es am meisten merken, wenn ich es gleich sage. Ich sehe 37, ich sehe 4, 9, 4, 40, okay, 16. 0, noch 0, okay, 2, 1, außer du bist Trader, dann läuft es vielleicht bei 0, 60, 7, okay, 700, let's go, 16, 80, okay, nice, okay, wild. Und ich stell dir mal diese Zahl vor, okay, von dem Team, was du hast. Und damit dir bewusst wird, wie wichtig deine Verantwortung ist, stell dir mal einen Raum vor mit dieser Zahl von Menschen. Stell dir einen Raum vor von 700 Menschen. Stell dir einen Raum vor von 80 Menschen, von 70 Menschen, von 28 Menschen, auch von 16 Menschen. Guck dir diese Menschen an und mach dir klar, was es für eine Verantwortung ist. Du hast die Verantwortung über Menschen, du hast die Verantwortung über so viele Menschen, die Ziele haben, die Träume haben, die Probleme haben und so weiter und so fort. Und frag dich selber, was für ein Leadership-Level du brauchst, um diese Menschen leiten zu können. Was brauchst du für ein Leadership-Level? Was brauchst du für ein Verständnis, um diese Menschen leiten zu können? Und du wirst wahrscheinlich bewusst, dass du noch viel zu wenig weißt und noch viel zu klein bist, um diese Verantwortung wirklich zu tragen. Und wenn du das Verständnis darüber hast, dann gehst du aus diesem Call raus und bist bereit, Leadership zu lernen. Du bist bereit, dich weiterzubilden. Du bist bereit, die beste Vision von dich selbst zu werden. Als ich damals gestartet bin, ich war P6, mein Upline hat mich damals eine Sache gefragt. Und er meinte zu mir, Ilja, wie würde dein Team von heute in einem Monat aussehen, wenn es in diesen 30 Tagen die beste Vision von dir selbst hätte? Wie würde dein Team aussehen? Was für ein Mindset hätte dein Team? Wie viele Partner hättest du, wenn es die beste Vision von dir selbst hätte? Dein vollstes Commitment, deine vollste Hingabe, die Skills in einer Perfektion, wie es noch nie da war. Was wäre, wenn du das hättest? In diesem Moment wurde mir bewusst, hey, ich habe das nicht. Okay. Und ich wusste, weil ich es mir vorstellen konnte, wusste ich, hey, ich muss es haben. Ich muss mich dahin entwickeln. Okay. Ich muss diese Dinge so hart erlernen, dass ich diese Möglichkeit habe, das aufzubauen. Okay. Deswegen werde dir bewusst, du löst die meisten Probleme in deinem Team, du löst die meisten Probleme in dem Wachstum von Network Marketing, damit, dass du die Probleme bei dir löst. Damit, dass du lernst, klarzukommen mit den Dingen, die du hast. Weil wir sagen jedes Mal, hey, bevor du jemandem helfen kannst, musst du dir selbst helfen. Das meinte auch Matt auf dem Chairman-Call gestern, da meinte er selber, wenn wir im Flugzeug sitzen, okay, ich denke, viele von euch waren schon im Flugzeug. Was wird immer gesagt, okay, wenn die Maske von oben runterkommt, im Falle eines Absturzes, okay, wenn die Maske von oben runterkommt, stelle sicher, dass du atmen kannst. Stelle sicher, dass du die Maske anziehst, dass du atmen kannst. Und helfe dann erst der Person neben dir. Stelle sicher, dass du in diesem Business atmen kannst. Stelle sicher, dass du in diesem Business leben kannst, um dann jemandem helfen zu können. Und deswegen ist es auch so wichtig, okay, die beste Vision von dir selbst zu werden. In deinen Emotionen. In deinem Denken. Okay, in deiner Spiritualität. In deinem physischen Level. Dass du ein Vorbild bist. Okay? Und deswegen kreiere dich zu diesem Vorbild. Okay? Sei dynamic. Okay? Geh raus und kreiere die Dinge. Let's make it happen, okay? Deswegen, Guys, würde ich ganz kurz zum Ende noch die 6 Punkte mitgeben, okay? 6 Punkte mitgeben, die dich auf ein neues Level bringen werden in diesem Business hier, okay? 6 Punkte, die ich meistern musste, die ich gelernt habe von verschiedenen Mentoren, um mich auf ein neues Level zu kriegen. Okay, der allererste Punkt von diesen 6 Punkten ist Practice, okay? Practice, also dass du ausführst, dass du machst. Practice ist eins der allerwichtigsten Punkte überhaupt. Wir sagen jedes Mal, Practice makes perfect, okay? Wir brauchen 10.000 Stunden, um an etwas ein Experte zu werden. Okay, deswegen frag dich selber, wie viele Stunden investierst du jeden Tag in die Skills, in die Umsetzung, um ein Profi zu werden mit dem Ganzen? Deswegen guck, dass du praktizierst, okay? Praktizier einfach. Auch wenn Leute da sind, mach es, ja? Wenn Leute nicht da sind, mach es. Leute, wie oft hatte ich Räume in Köln gehabt, wo ich Events hatte, wo keiner da war, aber ich dennoch getan habe, weil ich wusste, dass Praktizieren mich zu einem Profi macht. Weil ich wusste, dass ich behind closed doors praktizieren muss, okay? Deswegen Practice ist eines der wichtigsten Punkte, um dich zu einem Profi zu machen, bevor du ein Profi bist, okay? Um dich zu einem Profi zu machen, um dich vorzubereiten auf die Masse der Menschen, die kommen werden. Okay, der zweite Punkt, der so wichtig ist, ist Phone Mastery, okay? Phone Mastery, dass du gut wirst mit diesem Smartphone hier. Werde gut mit diesem Smartphone, okay?
Just take your phone and just call it. Okay, du musst einfach bereit sein, dein Handy aufzuheben, okay, und Calls zu machen. Daran scheitern die meisten, dass sie nicht das Handy hochheben und Calls machen. Dass sie nicht die AirPods anziehen und Calls machen. Okay, das sollte dein Goal sein, Leute, damals, als ich P1 war. Natürlich nicht immer, aber vor allem zu den krassesten Zeiten, wo ich die meisten Calls hatte. Also ich habe morgens meine Kopfhörer angezogen und wir reden da von der alten Version mit der neuen Version mit schwer. Aber ich hab meine Kopfhörer angezogen, meine AirPods, okay? Und ich habe so lange gecallt an diesem Tag, bis diese AirPods und das Case leer waren, okay? So lange hatte ich Calls, bis die AirPods und das Case leer waren. Und das wird dein Ziel sein, okay? Lad morgen deine AirPods auf. Stehe morgens auf und dein Goal sollte sein, diese AirPods leer zu machen. Mit AirPods Pro wird es ein bisschen schwer, aber mit den alten AirPods ist es auf jeden Fall machbar, okay? Deswegen Phone Mastering, okay? Du musst gut werden mit deinem Smartphone, okay? Schau, dass du connected bist mit jedem. Als ich damals P6, P150, P1 war, ich war ständig, bam, 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 am Schreiben, Memos zu machen. Ständig in Kontakt, war bereit, jedem diese Möglichkeit zu geben, okay? War bereit, jedem diese Möglichkeit zu geben. Okay, das ist krass. Leute, es gibt ein Leader bei mir, das ist Jonas Rau, er ist P2K und er ist close zum P5000. Er hat auf jeden Fall irgendwie 160, 170 Partner und was crazy ist, Guys, ich war damals P1 gewesen und wir hatten ein Event in Köln gehabt für 30 Menschen, okay, für 30 Personen. Und ihr müsst euch vorstellen, er hat auf diese Story reagiert. Ich habe diesen Flyer gepostet auf Instagram, um Leuten die Möglichkeit zu geben und er hat darauf reagiert, eine Woche vor dem Event. Am Tag des Events war ich eine Stunde davor, zum Zug zu gehen, um nach Köln zu fahren, um dieses Event zu hosten. Eine Stunde, bevor ich zum Zug gelaufen bin, habe ich noch diesen Chat entdeckt von Jonas. Ich bin runtergeschaut, habe diesen Chat gesehen. Und ich so, ey Bro, sorry, Mann, für die späte Antwort. Ich muss jetzt gleich leider in einer Stunde los. Ey Bro, wenn du ready bist, komm direkt mit. Der war aus meiner Stadt. Ich so, ey Bro, wenn du willst, komm mit. Okay, komm noch heute zu diesem Event. Du kannst mit mir im Zug fahren. Er so, ey Bro, ich bin am Start. Okay. Und er ist gekommen. Wir sind im Zug hingefahren. Er war bei diesem Event am Start. Und dieses Event hat dafür gesorgt, dass er gestartet ist. Hätte ich damals diesen Chat eine Stunde später gesehen, wären vielleicht über 170 Partner weniger in meiner Organisation. Hätte ich diesen Chat nicht beantwortet, wäre vielleicht er nicht am Start. Okay? Und deswegen sagen wir jedes Mal, hey, du bist eine Person davon entfernt, einen Durchbruch in deinem Business zu haben. Du bist eine Person davon entfernt, eine Person zu starten, die 500 neue Menschen in deine Organisation bringt. Und so ein Mindset hatte ich immer. Ich wusste, ich muss jeden Chat beantworten. Ich muss jedem schreiben. Ich muss jedem diese Möglichkeit geben. Egal, wie sehr ich weiß, ob die Person es will oder nicht. Wenn ich jedem den Call mache, wenn ich jedem die Möglichkeit gebe, wird die richtige Person ja sagen. Okay, deswegen Phone Mastering. Dritter Punkt, okay, ist deine Präsenz, okay, Teilnahme, okay, dass du da bist. Wir wissen selber, dass 50% of success just showing up ist. Okay, das heißt, 50% deines Erfolgs kommt durch just showing up, dass du dabei bist, dass du da bist. Auf Events, auf Teamtrainings, auf Opportunity Calls, auf Conventions wie in Barcelona. Sei dabei, okay? Die Person, die auf jedem Event ist, die Person, die auf jeder Convention ist, wird erfolgreich sein, okay? Wird successful mit dem Ganzen sein. Vierter Punkt, okay? Vierter Punkt, und der ist sehr, sehr, sehr wichtig, Guys. Und das hängt vor allem mit den ersten Punkten, die ich angesprochen habe, mit den ersten Punkten. Und zwar persistent, okay? Persistence. Okay, Standhaftigkeit, okay, dass du beharrlich bist. Beharrlichkeit. Wenn du nicht weißt, was Beharrlichkeit bedeutet, aber du kannst gerne mal googeln, okay? Beharrlichkeitsdefinition. Okay, wir lesen das Ganze mal zusammen durch. Was ist Beharrlichkeit, okay? Das heißt, etwas Beharrliches, Konstante, erst von einer erstaunlichen Beharrlichkeit, okay? Das ist die Bedeutung dazu, dass eine Person sehr, sehr, sehr standhaft ist, okay? Wirklich standhaft ist. Dass egal, was passiert, er ist beharrlich. Egal, was passiert in seinem Umfeld, er ist standhaft. Und deswegen lerne es, beharrlich zu sein, okay? Lerne es, standhaft zu sein in diesem Business. Weil, glaubt mir eine Sache, hier werden Dinge passieren, die hart sind. Hier werden Dinge passieren, die deine Emotionen kosten werden. Hier werden Dinge passieren, wo Menschen sagen nein, wo Menschen sagen ja, aber genauso, wo Leader kommen und Leader gehen. Sei standhaft, okay? Nächster Punkt. Fünfter Punkt ist Personal Development. Okay, wir wissen selber, dass Personal Development eines der wichtigsten Punkte überhaupt ist. Just 30 minutes a day, okay, 30 Minuten am Tag, gehst auf YouTube University, guckst dir einen JB an, guckst dir einen Matt an, einen Alex Morton an und so weiter und so fort. Schau, dass du diesem Mentoren folgst, schau, dass du lernst von diesem Mentoren, okay. Deine Aufgabe ist, persönlich zu wachsen. Ich wusste damals, hey, ein Drittel meiner Zeit muss ich mit Menschen verbringen, die weiter sind als ich. Und wenn ich nicht die Möglichkeit hatte, physisch mit diesen Menschen in Verbundenheit zu sein, wusste ich, dass ich das Ganze durch YouTube machen kann, okay? Deswegen Personal Development
Jeden einzelnen Tag, every day, okay, ob jetzt in deiner Mentalität, okay, du musst wachsen in deiner Mentalität, in deinen Emotionen, in deinem physischen Level, okay, in deiner Spiritualität. Wenn du diesen vier Bereichen wächst, bist du glücklich, okay, du wirst dich gut fühlen. Okay, der sechste Punkt, der letzte Punkt ist Confidence. Okay, guys, Confidence. Wir wissen selber, dass Confidence in diesem Business extrem, extrem, extrem wichtig ist. Okay, Confidence in diesem Business ist extrem, extrem wichtig. Weil Menschen joinen den Business nicht wegen dem Business, sondern sie joinen wegen dir. Das heißt, wenn du zeigst, was du drauf hast, wenn du zeigst, wer du bist, wenn du zeigst, dass du es ernst meinst, werden Menschen ja sagen. Werden Menschen diese Opportunity wirklich wahrnehmen. Okay, deswegen zeig, dass du das liebst, was du tust. Okay, geh mit dieser Passion raus. Auch im Trading, auch im Network, okay, in jedem Bereich, in jedem dieser Bereiche, geh mit Passion raus. Menschen werden wegen dem irgendwann starten. Menschen werden irgendwann ja sagen. Und auch wenn Leute, wenn du gerade das Business gestartet hast und das vielleicht deinem Umfeld davon erzählt und Leute haben Nein gesagt, glaub mir, nach 6, 7, 8 Monaten, wenn sie auf deine Social Media gehen und wenn sie sich denken, ey, er oder sie machen das, er macht das immer noch. Er macht das immer noch. Sie macht das immer noch. Irgendwas muss da dran sein. Und sie werden sich wieder bei dir melden. Und sie werden diese Opportunity annehmen, weil wir haben die krasseste Opportunity, wir haben die krasseste Company im Network Marketing, wir haben alles, was wir brauchen. Okay, aber wir haben kein Informationsproblem, wie es Mickey bei uns immer sagt, wir haben ein Umsetzungsproblem, okay, und daran liegt es, okay, ein Umsetzungsproblem mit den Informationen, die wir haben. Okay, deswegen, Guys, würde ich sagen, lasst uns Gas geben, lasst uns definitiv lernen, diese Punkte umzusetzen. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen, war mir auf jeden Fall eine Ehre, hier auf diesem Call zu sein, ich schätze sowas sehr, okay, es ist wirklich immer wieder eine Ehre für mich, okay, und wir sind ein Team, okay, wir sind definitiv ein Team. Deswegen sei bereit, auch zu dienen, anderen Organisationen. Tu das Ganze nicht nur für dich, sondern vor allem auch für andere Menschen, wovon du nichts hast. Und deswegen, Simon, Bro, ich würde dir das Wort übergeben. Hat mich extrem gefreut, hier am Start zu sein. War mir definitiv eine Ehre und würde sagen, peace out. Yes, vielen Dank. Also ich übernehme, weil Simon ist ja gerade kurz beschäftigt. Vielen, vielen Dank, lieber Ilja. Also ich habe so viel mitgeschrieben. Ich konnte so viel mitnehmen. Ich hoffe, ihr konntet für euch auch was mitnehmen. Simon hat mir sogar nebenbei noch geschrieben, Ende so, mach dir den Call gerade für dich, weil du genauso Dinge angesprochen hast, wo ich so gerade so ein bisschen dran arbeiten darf. Und deswegen war der Call einfach nur perfekt eigentlich. Deswegen vielen, vielen Dank dir dafür. Und bedanke euch nochmal alle im Chat. Und zeigt uns mal ein bisschen Dankbarkeit für den lieben Ilja, der sich so viel Zeit für uns genommen hat. Das, was ich jetzt noch einmal kurz ansprechen möchte, ist einfach nochmal das Event in Barcelona. Ilja hat es selber jetzt in seinem Part sogar auch noch mit angesprochen, was ich wirklich extrem geil fand. Und er hat wirklich eine Sache gesagt, die ich erst heute wirklich ebenfalls nachvollziehen kann, weil ich selber auf einem Event war und es jetzt auch wirklich bestätigen kann, dass wenn man vorher nicht auf einem Event war, ist es immer so, man hört immer, die erfolgreichsten Menschen treffen auf dem Event Entscheidungen, die erfolgreichsten Menschen waren immer auf einem Event vorher, der Auslöser ist immer das Event und ich habe das immer wieder gehört. Und bei mir ist es beispielsweise so gewesen, ich bin ein sehr neugieriger Mensch und demnach habe ich mir so gedacht, okay, ich habe es jetzt so häufig gehört, ich will jetzt wissen, was dahinter steckt. Ich möchte jetzt auf eine Convention gehen. Und dann kam halt die Convention in Miami. Ich war mit Claudi bei Simon zu Hause. Wir haben sofort gebucht, als die Tickets draußen waren. Ich habe gesagt, okay, ich habe jetzt die Möglichkeit, ich mache das jetzt. Und ich muss wirklich sagen, es ist zu 100% so, dass es ein Gefühl ist. Das heißt, man kann das gar nicht in Worte fassen. Man darf dieses Gefühl einfach mal wirklich selbst erleben, dorthin zu reisen oder auf eine Convention wirklich zu gehen, dran teilzunehmen. Und erst dort, wenn man dort wirklich Teil des Ganzen ist, wird man wirklich verstehen, was die Menschen meinen, wenn sie sagen, dort, er scheint einfach, dein Belief-Level steigt einfach, du triffst einfach eine Entscheidung und selbst zweifeln fällt dir irgendwann schwer. Und das ist einfach so das, was alles passiert, wenn man auf einer Convention ist, wenn man dorthin geht und wenn man einfach mit dem ganzen Team, ich meine, Barcelona wird noch viel geiler, weil wir wirklich mit dem kompletten, also mit fast dem kompletten Team hinfahren und mit sehr, sehr vielen anreisen. Und genau das ist wirklich noch viel, das wird noch viel mehr bewirken in jedem Einzelnen, der wirklich mit am Start ist. Und die Leute, die jetzt vielleicht noch keine Tickets haben, noch keine Ahnung haben, was sie tun sollen, wie sie dahin sollen, geht wirklich
auf eure Upline zu oder schaut selber nochmal, was ihr wirklich tun könnt, weil wenn ihr das jetzt hier wirklich verpasst, dann verpasst ihr wirklich eine sehr große Möglichkeit für euch selber. Das heißt, ihr steht euch damit einfach selbst im Weg, wenn ihr wirklich diese Möglichkeit, nach Barcelona mitzugehen, nicht wahrnehmt. Und deswegen wollte ich euch einfach nur das nochmal ans Herz legen. Schaut wirklich, dass ihr dabei seid. Schaut wirklich, dass ihr mit dem kompletten Team da seid. Es gibt noch Teammitglieder, die Tickets haben. Das heißt, einiges ist noch da. Es geht aber auch alles langsam so dem Ende zu. Deswegen wartet nicht zu lang, sondern trefft eine Entscheidung. Und wenn ihr die Entscheidung getroffen habt, wirklich mitzugehen, dann wird sich dementsprechend auch die Lösung der aktuellen Herausforderung einfach auf dem Weg mitbringen, sage ich jetzt einfach mal. Okay, das war es soweit von meiner Seite. Danke, dass ihr alle da wart und damit würde ich den Call beenden und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis bald.